Ich bin's mal wieder. Es gibt wieder einen kleinen Außentermin. Und zwar ist es so, dass bei uns ein Dorf weiter sozusagen heute Santiano spielen. So, jetzt werdet ihr sagen, Santiano, was ist das? Also ich hoffe, viele Leute werden das kennen. Santiano kommt eben halt hier aus der Gegend. Ja, und machen so ein bisschen so Rock-Pop-Shanties, kann man so doch schon sagen. Also es ist nicht die seichte Version der ganzen Nummer. Schon ordentliche Musik. Und ich habe irgendwann mal ein Video von denen gesehen und die haben einen ziemlich geilen Gitarristen sich zu Hilfe geholt sozusagen. Das ist der Dirk Schlag und ich werde da mal hinfahren und ich wollte einfach mal versuchen, ob ich mit dem mal ein paar Worte wechseln kann und eben halt, ja, einfach mal ein paar Fragen stellen kann zu dem Gitarristen Dirk Schlag. Und da fahren wir jetzt mal hin und das werden wir jetzt einfach mal machen. Hier bin ich. Ich bin mit dem Dirk Schlag hier, Gitarrist bei Santiano. Und dem stelle ich jetzt einfach mal ein paar blöde Fragen. So, und dann fangen wir mal an. Und zwar, wenn man jetzt so Shanties hört, da denkt man ja häufigerweise, ja, da ist allgemein vielleicht eine Akustikgitarre dabei. Was für Sounds benutzt du bei Santiano? Also stimmt, Akustikgitarre ist natürlich dabei. Dort spiele ich halt eine Gibson-Gitarre, eine Woodcraft-Gitarre. Und Gibson habe ich schon gesehen. Genau. Und da ist eigentlich effektmäßig gar nichts drauf, halt nur bei irgendwie, was man vielleicht draußen hört. Aber ich selber benutze halt nichts. Und das neue Programm besteht halt eigentlich jetzt mehr um 70% mit E-Gitarre. Also vorher die erste Tour, die lief halt fast nur akustisch und die zweite Tour und auch das zweite Album ist halt überwiegend elektrische Gitarre. Ja, cool. Und die verschiedenen Sounds, die du so hast, da hast du, was ist denn so deine Hauptgitarre? Also ich spiele auch dort Gibson, also eine 335er. Das ist so meine Hauptgitarre, beziehungsweise für Sachen, die so ein bisschen twangiger sein sollen, da spiele ich halt eine Duesenberg. Mhm. Dieses Mike Campbell Modell ist das. Ne? Die klingt halt ein bisschen knackiger. Oder halt eine Strat, eine Sandberg Strat, die auch ein bisschen knackiger irgendwie klingt. So, ne? Und cool. Bei diesen etwas dickeren Sachen so spiele ich halt die 335. Ja, das rockt ja schon. Also wenn ihr da was macht, da gibt's ja teilweise schon. Ja. Ne, da ist ja schon eine verzerrte Gitarre dabei und nicht nur Akustikgitarre. Genau. Ja, und dann habe ich eben halt, haben wir gerade schon kurz drüber geredet, mal Fisch-Auktionshalle heißt das. Genau. Gesehen und da habe ich eben halt gemerkt, dass du schon einen gehörigen Country-Anschlag hast. Ja. Und das fand ich ziemlich geil. Und also ihr bringt ja dann eben halt, ich sag jetzt mal Shanties, so sag ich jetzt mal ganz fies provokativ, bringt ihr ja schon zusammen mit Country-Mucke. Das ergänzt sich ja witzigerweise ganz geil. Ja, also es ist schon auch eine Mischung. Country, bisschen Irish Folk und sowas, das ist ja eigentlich ziemlich breit gefächert. Ne? Und bei Santiano sind halt so diese Abtempo-Nummern, die stehen halt zum Teil aus Country. Und wenn man einfach guckt, Country, was aus Amerika jetzt so nach Deutschland kommt, ist ja schon sehr kommerziell. Also da ist sehr viel Einschlag von Pop, von Rock. Ja, eben. Und das heißt zwar immer noch Country, aber ich glaube, der Begriff Country ist halt sehr, sehr weit gefächert. Also, ja, genau. Und diese Stilistik, die ich mag, beziehungsweise mit der ich eigentlich auch aufgewachsen bin, so mit dieser Art zu spielen, mit diesem Country, das war so mein allererstes Ding, wo ich, was glaube ich ausschlaggebend dafür war, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, weil ich hatte damals vom Kumpel ein Tape bekommen von Albert Lee. Ja, klar. So, und ich hätte es sicherlich auch. Ja, sicher, klar, natürlich. Und das hat mich so beeindruckt, dieses cleane Gitarrenspiel, so auf den Punkt, so genau und nichts vertuschen mit Verzerrungen. Ja, genau, höchstens ein bisschen Kompressor oder was. Oder genau, richtig, ganz genau. Und das hat mich einfach so beeindruckt, das war der ausschlaggebende Punkt eigentlich, wo ich dann angefangen habe zu spielen und mir das eigentlich alles versucht habe, so Ton für Ton rauszuhören. Ja, total, total geil. Also ich fand es nämlich cool bei dem Video, was ich mal gesehen habe, da hast du eben halt schon so Flatpicking-mäßig, genau. Oder bringst du schon mal so ein paar Sachen, die man eben, wie du schon sagst, also die kommerzielle Schiene Country ist ja eigentlich nur so ein bisschen
Wechselschlag vielleicht. Richtig, richtig, genau. Und das ist ja noch kein Country, wenn man sich unter Gitarristen von Country unterhält. Irgendwie. Das fand ich schon ziemlich geil. Also da, da ist, muss ich mal einen kleinen Tipp loswerden, also da ist Santiano schon eine echt geile Band, die man auch mal, also aus musikalischer Grundansicht auch mal anhören kann. Weil da, ist, da wird auch mal Musik gemacht und eben halt nicht einfach nur so. Ja, genau. Ja, dann wollte ich noch zu deinem Equipment. Du machst ja auch noch andere Sachen irgendwie. Und ist das jetzt so dein generelles Equipment, was du hier benutzt? Oder passt du das in Projekten an, die du machst? Zum Teil, also im Studio passe ich es an. So, da habe ich mehrere Setups, also beziehungsweise mehrere Amps. Aber so für live kam es eigentlich so zustande, dass mich letztes Jahr Engel mal angerufen hat. Ja. Ich habe gesehen, du hast zwei. Genau, diese Retro 50, das sind die kleinen Retro 50 Amps. Ach, Amps, Kombos, also ich konnte es kaum sehen. Ne? Ja, cool. Und die haben gesagt, wir wollen mal eine andere Schiene fahren, irgendwie halt nicht immer nur verzerrt und sowas. Und ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht mal ein Video oder sowas zu machen. Gibt es auch auf YouTube zum Beispiel. Ja, ne? Und da habe ich dann halt so zwei, drei so Campy-Dinger irgendwie mal ein bisschen Rockabilly und sowas. Und so kam das zustande, dass ich gedacht habe, Mensch, die sind echt super. Also ja, so halt sehr, sehr Vintage-mäßig, wie er das schon sagt. Und auch schön im Clean-Bereich irgendwie. Und deswegen spiele ich das eine Zeit lang. Ja, Engel ist ja sonst eher so für die Hard-Rock-Schiene bekannt, genau, sie mal. Ne? Genau. Definitiv. Jo. Ja, dann wollte ich noch fragen. Dann hatte ich noch die Frage, wenn, ich glaube, bei der ersten CD warst du noch nicht mit dabei. Also die Produktion hast du, oder hast du die auch schon mitgemacht? Ich kam eher zum Ende hin dazu. Ich weiß gar nicht, da war auch eine Empfehlung von einem Produzenten zu Hardy und Mark von Elephant. Die hatten jemanden gesucht und jedenfalls... hat denn der Produzent, für den ich schon öfter gearbeitet habe, Thorsten Brötzmann? Also, doch, den kenne ich auch. Der hat mich dort empfohlen und so habe ich dann auf dem ersten Album vier Nummern oder noch viel akustische getan. Da waren noch nicht so viel mit E geklappt. Ja. Und dann, ja, das neue Album. Spielt, glaube ich, außer eine Nummer. Ja, meine Frage, die ich da stellen möchte, die geht eigentlich in die Richtung, ob du bei den Solo-Passagen, ob du da jetzt komplette freie Hand hast. Also, dass du dir, oder ob es da eine Vorgabe gibt. Also, es gibt ja so ein Solo, entweder besteht ein Solo aus einer Melodie, die vorgegeben ist. Das ist klar. Genauso übernimmt man die wahrscheinlich. Übernehme ich die, aber wenn es einfach so heißt, jetzt Solo. Dann ist das freie Fahrt irgendwie. Ne? Also ja, das ist natürlich sehr geil. Wie zum Beispiel bei Have a Drink on Me, glaube ich, ist auch ein Gitarren-Solo drauf, wo ich einfach frei improvisieren konnte. So, ne? Und da konntest du halt so diesen Country-Style irgendwie. Ja, deswegen, da habe ich mich echt gefragt. Image, also die Songs stehen ja eigentlich. Mhm. Und dann, ne, inwieweit hat er da freie Hand? Inwieweit kann er da drin? Das fand ich eben halt da sehr geil, dass das so geht. Oftmals ist es ja so, wenn man eben halt, was weiß ich, irgendwo Gitarre spielt, wird man ja nur als Dienstleister vielleicht angewählt und dann heißt es nur, spiel so, wie es auf der Scheibe ist. Also mittlerweile ist es echt so, dass ich ganz im Studio, also es war am Anfang anders, aber mittlerweile ist es echt so. Das freut mich natürlich auch, dass die Leute mich anrufen, weil die mich haben wollen irgendwie, also so vom Ton her und deswegen habe ich da auch relativ freie Hand. So, ne? Also klar, es gibt ein Arrangement, es gibt Sachen, die gewollt sind, die so sein sollen, die bei Santiano ganz viel im Chorus irgendwie die Melodie abdoppeln, mit Mandoline, Akustikgitarre und sowas. Und dann halt was für ein Solo ist. Das mache ich für Kai? Das macht Sinn. Ihr seid ja richtig cool gebucht irgendwie. Also da läuft es ja tierisch. Da bleibt wahrahrscheinlich wenig Zeit für. Du hast auch eine Solo-CD gemacht. Das habe ich alles rausgefunden. Ich habe mich vorbereitet. Ja, diese CD war wirklich auch erstmal als Einstieg überhaupt in diese Studio-Szene gedacht. Dass ich gedacht habe, Mensch, wenn ein Produzent mal kommt, dann kannst du mal was zeigen. Klar, irgendwie. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist eigentlich okay geworden. So. Und deswegen habe ich daraus eine kleine CD gemacht und sowas. Und das ist mein erstes Ding. Und davon würde ich auch gerne irgendwie mal eine zweite machen, bloß dafür fehlt mir einfach. Jetzt im Moment sicherlich die Zeit, das kann ich mir mal vorstellen. Aber es wird bestimmt eine zweite geben, vielleicht auch damit der ein oder anderen Gesangsmann irgendwie sagt, ab und zu singe ich hier. Ja, selbst und so. Und das, mal gucken. Ja, cool. Hast du sonst auch Unterricht gegeben?
ich habe eine Zeit lang Unterricht gegeben. Genau. Als ich damals mit meiner Ausbildung fertig war als Einzelhandelskaufmann. Jetzt geht mein zur Absicherung. Und wobei es ja auch keine Absicherung eigentlich. Und dann hatte ich nebenbei immer noch Unterricht gegeben. In so einer Musikschule auch, wo wir ein paar Schüler gehabt. Und das hat mir, also bei manchen Schülern hat es mir echt Spaß gemacht, weil wenn du Leute hast, die dich auch so ein bisschen fordern, wo du dich selber auch weiterentwickelst. So. Ja, klar. Dann macht das echt Spaß. Aber zum Teil konnte man denn heutzutage die Lehrer verstehen, wenn sie sich damals irgendwie. Ja, wie gesagt, ich komme ja auch aus dem. Ich unterrichte ja auch seit 15 Jahren und man hat eben halt. Man hat nicht nur einen seiner Schüler sozusagen. Richtig, das, genau. Das ist völlig klar, da muss man den Beruf sicherlich auch mitnehmen. Ja, Mensch, super. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach mal ein paar blöde meiner Fragen beantwortet hast. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Auftritt, den werdet ihr noch haben. Und ich bedanke mich für das. Sieht ja großartig aus. Danke.